Hallo Freunde, mein Name ist Mo von GameZoneTV. Willkommen zu einem neuen Nebenprojekt, welches ich zwischendurch immer mal hochladen werde. Und zwar Yu-Gi-Oh! Power of Cards Joy the Passion. Okay, fangen wir an. Ich bin im echten Leben eigentlich relativ gut im Yu-Gi-Oh! Spielen, aber auch nur, weil ich mein Deck kenne. Ja, was ich hier nicht tue. Naja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Gut, fangen wir an. Duellmodus, Einzelduell oder Matchduell? Wir machen ein Einzelduell. Joey Wheeler überlässt niemandem das Ruder. Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell. Okay, und los. Wir nehmen Schere. Quatsch. Er nimmt Schere. Ich nehme Papier. Oh Gott, geht ja schon gut los. Okay, Duell beginnt. Er beginnt. Okay. 1-9er Monster. Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Mach das. Kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Oh, ist ja ein ganz gerissener. Ich beende meinen Zug. Okay, 1-4. Okay, wir können nicht viel machen. Wir können dieses Monster verdeckt setzen und den im Angriffsmodus 2-3 Attacke. Goblin Angriffstrupp ist eine gute Karte, habe ich selber im Deck damals gehabt. Oh. Das war schon mal fies von ihm. Okay, ich kann sonst nichts mehr machen. Ich kann hoffen, dass er jetzt gleich ein Monster spielt, weil ich habe hier noch reisende Tribut. Komm, spiel Monster. Yes, sehr gut. Oh yeah, verabschiede dich von deinen Monstern, Bitch. Meine Spielfeldzauberkarte wird aktiviert. Ach, Fusionstor. Gut, kann mir egal sein. Ich beende meinen Zug. Auf jeden Fall kriegst du jetzt mal ein bisschen Schaden, Kumpel. Okay, die bringt mir jetzt gerade noch nichts. 1-5, Angriff. Ja, wie gesagt, ich kenne das Deck nicht. Ist für mich, für meine Zwecke auch eigentlich ein relativ schlechtes Deck. Ich meine, 4 Sterne Monster mit 1450 Attacke und ohne Effekt oder Flip. Ist jetzt nicht so das Wahre, aber nun ja, ist ein Spiel, was soll's. Man kann sich irgendwie an alles gewöhnen. Aha. Ich beende meinen Zug. Na, was kriegen wir? Oh, Ruf der Gärten. Cool. Habe ich auch im Deck. So schlecht ist das Deck ja gar nicht. Ups. Und Attacke mit 1-5. Gammelmonster. Und 1450 direkt auf seine Fresse. Oh nein! Heul doch, heul doch! Diese Animationen, die sind so lustig. Und er ist wieder dran. Na, was macht er? Nö, ich möchte nichts aktivieren. Es macht wirklich Spaß, in letzter Sekunde doch noch zu gewinnen. Wiedergeburt! Oh, Wiedergeburt. Ach, er holt sich mein Goblin. Teil einer Kette, nee, das wird mir jetzt nichts bringen. Aha. Ich beende meinen Zug. Und er beendet seinen Zug, interessant. Naja, okay, was kann die Karte? Du kannst diese Karte aktivieren, wenn ein Monster mit einer ATK von... Ja, gut, spielen wir. Ja, die können wir... Moment mal, Reisender... Ne, ich... Ja. Ruf der Gärten bringt mir nichts. Dann nehmen wir ihn in Verteidigung und ihn greifen wir mal eben an. Ja. Schaut ganz gut für uns aus, aber noch nicht, lange nicht perfekt. Noch lange nicht gewonnen. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Oh Gott. Ach, Adliger. Entfernt. Ich beende meinen Zug. Ey, dass der Penner nicht angreift. Das ist so eine Drecksau, ey. Ja, das andere alles wäre sinnlos, okay. 1-5 Attacke auf den Kobold hier. Okay. Kann ich noch mit leben, ist okay. Du bist dran, Kollege. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Ob das so klug war, weiß ich jetzt nicht, aber. Zug. Naja, Tributmonster, komm. Ah, oh, toll, was soll ich mit dem rotzen? Aha, eins. Das ist eine Sau. Okay. Ja, das würde mir nichts bringen. Ich habe ein Monster mit 1-5. Nee. Endphase.
Nein, ich möchte nicht in einer Kette auflösen. Greif doch mal an, du blöde Sau! Ich beende meinen Zug. Sein scheiß Goblin, ey, warte, bis ich tributen kann, dann bist du sowas von dran. Ah, der hat nur 1, 2, 1. Bringt mir nichts. 2-1 hat er. Er greift ja sowieso nicht an. Also von daher. Er hat doch okay. Achso, okay. 1450. Na, ist ein bisschen wenig, ne? Nein, möchte ich nicht. Ja, hat aber gereicht. Scheiß Goblin, ey. Der macht alles kaputt. Nein, nicht in einer. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Schon wieder? Moment mal, habe ich hier was? Nee, habe ich nicht. Okay. Oha! 3-3 hat er jetzt schon. Ja, spiele ich schon Harpien? Ja, es bringt mir alles noch nichts. Verdeckt. Verteidigung. Endphase. Wie der sein Goblin nicht hätte, ich hätte ihn schon längst ausgelöscht. Ach, jede Runde kriegt er 1000 Minus. Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle. Okay. Wieder sehr scharfsinnig. Nein, möchte ich nicht. Ich beende meinen Zug. Besser ist. Ach Gottchen, ey. Er zerstört alle gegnerischen. Ja, komm. Hä? Es geht um alles oder nichts. Ich aktiviere Totenkopfwürfel. Okay. Nee. Der Glück, der Lacker. Nee, nicht wirklich. Nee. Okay. Das bringt mir alles nichts hier. Die kann ich nochmal aktivieren. Aber sonst. Ne, den spiele ich noch nicht. Das ist noch meine Geheimwaffe mit 2-1. Den spiele ich noch nicht. Er hat ja sowieso da nichts. Nein, wie immer. Er ist clever, er greift nicht an. Ich beende meinen Zug. Und in der ganzen Zeit kann ich echt nichts machen. So scheiße hier. Bringt mir alles nichts. Bringt mir auch nichts. Ich kann nichts machen. Ich kann verdammt nochmal einfach nichts machen. Mhm. Ich beende meinen Zug. Mhm. Okay. Wiedergeburt. Wiedergeburt könnte. Könnte. Bringt uns nichts. Okay. Okay, Angriff auf sein komisches Monster da. Nein, bestimmt das ist eine Verzweiflungskarte. Ja, habe ich ja gesagt. Wieder aus Verzweiflung gespielt. Der blufft die ganze Zeit nur. Nur wegen seinem Goblin kann er hier noch was reißen. Okay. Oha. Damit hast du den Sieg in der Tasche. Ich biete mein Monster als Tribut. Für? Naja. Na gut, lass ich mal durchgehen. Sangan. Scheiße, hatte ich gar kein Monster? Kacke. Na egal. Ich beende meinen Zug. 2-4, verdammt nochmal. Ich brauch irgendwann bald mal ein Monster. Ach, das war gar nicht Sangan, deswegen. Okay. Ja, die verdeckt. Gute Gärken haben wir noch. Bringt uns trotzdem nichts. Scheiß Monster, ey. Scheiß Drecksmonster. Mit 2-4 Angriff. Na, was greift er an? Sangar. Jetzt aber. Da müsste ich eigentlich noch ein Monster kriegen. Okay. Ah, der auf der Hand ist schon mal nicht schlecht. Ja. Pinguin. Bin ich? Ich mach einfach weiter und setze diese Karte. Ein kleiner Tipp. Pass besser auf, denn diese Karte ist eine Falle.
Ja, wie immer derselbe Spruch, Kumpel. Hast schon 10-mal gesagt. Ich beende meinen Zug. Wehe, Alter. Wer holt mein Pinguin? Gott sei Dank, ey. Bitte greif das Monster an. Bitte greif das Monster an. Da kriegst du nämlich dein Monster auf die Hand und das ist ein Tributmonster. Das kannst du nicht so einfach spielen. Ja, so sieht's aus. Angriff, komm. Oha, noch ein. Nö, möchte ich nicht. Greif einen von den beiden denen an. Yeah, danke schön. Nö, möchte ich nicht. Was? Kann doch nicht sein. Jetzt gib's gleich richtig auf die Fresse. Den. Und den. Kriegst beide schön auf die Hand. Ja, Kumpel, du hast nichts mehr. Nein, möchte ich nicht. Ich beende meinen Zug. Oha, was kann der denn? Okay. Spielen wir ihn? Spielen wir ihn? Komm, komm, was Hohes. Yeah, eine 6, Alter! Perfekt, da geht's gar nicht. So. Flip aktivieren. Was haben wir hier? Ja, und den noch. Ja, und den können wir eigentlich auch noch. Nein. Flip aktivieren. Nein. Hoffentlich hat er da nichts, weil ich fahre echt alles auf jetzt. Jetzt nochmal Wiedergeburt. Goblin, hol ich Goblin. Oh, er hat hier noch was. Was ist das denn? Ja, aber. Nee, scheiß drauf. Er kann zwar in die Verteidigung gesetzt werden, muss er sogar. Aber. Nein! Jetzt habe ich gerade Scheiße irgendwie gebaut. Das kann nicht egal, sein. Ruf dir Gärken. Eine Falle? Ich habe irgendwie Scheiße gerade gebaut. Jetzt ist beides zerstört oder was? Nee. Kann doch nicht sein. Okay. Cool. Und jetzt geht die Party los. Oh, er hat nichts. Er hat nichts. Das müsste mein Sieg sein. Habe ich auch mein komplettes Deck hier aufgefahren. Nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Lahme Angriffe, du bist gleich tot, Kumpel. So, nochmal ihn. Oh, nicht schlecht. Aber mit diesen lahmen Angriffen wirst du mich niemals schlagen. Mhm, hatten wir gerade. Und jetzt kommen nochmal 2-3. Ja, Kollege. Ah! Du gewinnst, yeah! Nein, nicht als Duell speichern. Okay. Wir haben eine Karte gewonnen. Yeah, was kriegen wir? Oha. Na, ja, aber das ist eine Fusionskarte. Scheiße. Rotzkarte. Egal. Hey, hey, komm, noch ein Spiel. Diesmal kann ich dich schlagen. Ach, du träumst zu viel, Kumpel. So, das war der erste Part. Schreibt drunter, wie ihr es fandet. Ob ihr auch früher Yu-Gi-Oh! Gespielt habt. Schreibt drunter, dass ihr Züge mögt. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.